Ja, die hat Hunger, die gute, ne? Jo Leute, es geht weiter bei Little Nightmares. Im letzten Part haben wir es ja durch das Spielzimmer geschafft, das irgendwie, wieso auch immer, mit elektrischen Gitterstäben gesichert ist. Anscheinend will hier jemand, dass die Kinder ja nicht ausbrechen. Vielleicht sind es Monsterkinder, wer weiß. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Das Auge hat uns anscheinend schon gecheckt, oder? Nee. Ich glaube, wir dürfen nicht gesehen werden. Sonst geht es uns wie den anderen da. So. Mal schön im Schatten bleiben. Gut. Ja, das war jetzt ja nicht so schwer. Ah, da drüben ist ein Wichtel. Vielleicht können wir den freien. Irgendwie. Kann ich die Tür vielleicht öffnen oder eine Schublade rausziehen oder so? Nichts? Nichts dergleichen? Ah, ich sehe schon. Ja, ja. Bin wieder mal blind, betriebsblind. Hier rauf nämlich, genau. Dann nach Möglichkeit hier runter. Ja. Wichtel. Hallo, Herr Wichtel. Komm, ich mache erstmal Feuer. Och, das ist ein Bild von anderen Wichteln, ne? Hallo. Komm, in den Arm nehmen. Tja. Auch ein Wichtel braucht Liebe. Hier kann man auch wieder Spott machen. Und zack. Und zack. Zack. Ja, aber sonst gibt es hier nichts anscheinend. Wichtel, lauf mir nicht nach. Ist zu gefährlich für dich. Kleiner Wicht. So. Hilfe. Dann müssen wir trotzdem darauf. Irgendwie hätte ich ja Bock, das Gewicht da abzureißen. Es geht sogar. Also ich komme sogar hier hin. Aber jetzt? Ah, schade. Also so weit geht's nicht. Wie beim Nachfolgerspiel, wo man so Gewichtsrätsel auch hat ab und zu, wo man durch Zufügen von mehr Gewicht das Seil zum Reißen bringt. Aber muss ja nicht alles gleich schön dabei sein, ne? Hier, was ist hier drin? Nichts. Okay. Gucken wir schnell hier nochmal. Ah, da ist sogar eine Tür offen. Und ich sehe schon eine Statue. Hier. Komm her. Und weg mit dir. Schön. Hier wieder das Monster unter dem Bett. Das ist wieder der Schleim. Was ist der Schleim? Warum ist der überall? Ich dachte zuerst, es ist Öl oder so. Aber anscheinend ist es ja wichtig. Und wieso kommt der unter dem Bett raus? Vielleicht ist ja doch etwas, das unter den Betten lauert. Wer weiß, meine lieben Leute. So. Aha. Oh. Kinder. Oh Gott. Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Tu mir nix. Alter, was bist du hässlich?
guck ja nicht runter. Schlafen die einfach. Hat er Beine? Oh, ganz kurze. Lange Arme, ganz kurze Beine. Ja, Lügen haben kurze Beine. Vielleicht ist das eine Lüge. Wie schlafen die alle? Kann ich da eins wecken? Wenn ich so einen Stein drauf schmeiß? Hallo? Aufwachen! Vielleicht ist es gar keine gute Idee zu wecken. So, das hier wird der Schleim. Der schwarze Ekelschleim. Kann ich die Kiste irgendwie schieben oder so? Nicht? Ach, raufklettern, ja. War doch klar, war doch klar. So, wie findet ihr eigentlich die Helligkeit von dem Spiel? Also, da hatte ich die Maus die ganze Zeit im Spiel. Ich hoffe, die wird nicht mit aufgenommen. Ja. Ja, sonst ist auch egal. Wie findet ihr die Helligkeit im Spiel? Muss ich das irgendwie heller aufnehmen? Weil YouTube hat ja die blöde Angewohnheit mit dem Weiterverarbeiten, dass es das Video nochmal einen Ticken dunkler macht. Oder ist es okay so? Mal hier zum Beispiel sehe ich ohne Feuer auch nichts selbst. Sind schon ein paar dunkle Ecken dabei, wo man sagen kann, ja, hey. Nicht, dass die Zuschauer dann gar nichts sehen. Oh. Ja, die hat Hunger, die gute, ne? Licht. Aber das sieht eher aus wie so eine Kantine, Küche oder sowas. Gibt es bestimmt was Gutes. Pizza oder irgendwas. Oh. Hey, Kleiner, hast du mal was zu essen für mich? Hallo. Dankeschön. Boah, ja. Die nagt da ganz schön rein, ne? So, jetzt geht's schon besser. Dankeschön. Kann man irgendwie rufen oder so? Nicht? Ach, das sieht ganz traurig aus. Das Kind ist vor allem alleine. Was ist da los? Und die zeigt die anderen Schlafmale? Aha. Da hat sich wieder eine aufgehangen oder wollte. Ich kriege mal die Kiste hier auf irgendwie. Ne, nicht? Ne. Ist wohl für was anderes gedacht. Ja. Kommt bestimmt mal wieder Blutegel raus irgendwo. Nicht? Aha, den kann man schieben. Da ist wieder elektrisch. Wieso kann man das schieben? Das auch. Kann man das aus dem Raum rausschieben? Nee. Hm. Also die elektrischen Gitter mögen wir nicht. Hier in der Hundebox rauf. Da ist noch sowas. Gott. So. Ach, da ist ja ein Speicherpunkt. Ich hoffe halt, dass das die Speicherpunkte sind.
Dann hier so rüber. Und nun? Hüpfen oder was? Ach, an der Kette hochklettern. Ah. Cool. Da ist die Frage. Da jetzt rauf? Oder hier so? Jetzt, was macht der Hebel? Gar nichts. Ah, zuerst mal den Strom einschalten. So. Aha. 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 Was passiert, wenn er ganz rüber fährt? Aha. Ja, dann kommen sie mal zurück. Lieber Herr, der Hebel bleibt eh so, wie er bleibt, ja. Nein. Boah. Ja, jetzt kann ich klettern. Gut, ich dachte gerade, ey. Nicht, dass mich der Aufprall irgendwie runterschüttelt. Jetzt ist das Tor aber immer noch elektrisch da unten, ne? Hier der Schalter zu. Den rausziehen. Dachte ich mir. Die wahrscheinlich auch. Nein. Sie, mein Herr? Gar nicht. Bei mir ist kein Secret sicher. Raufgehen. Schon okay. So. Und den Hebel. Sehr gut. Schnell Notstrom an. Also das Licht. Bevor der wieder angeht. Irgendwie. Ah, und hier ist ein Gewicht zum Runterschmeißen. Aber zuerst mal das Licht an. Das ist ein Wichtel. Hallo. Komm raus. Kleiner Wicht. Läuft der hin? Da. Hallo. Oh. Kleiner Wicht. Ich frage mich, ob das wieder wichtig ist, dass man die alle lieb hat. Vielleicht helfen die ja am Ende der. Die Wichtel. Gegen den Endgegner. Wer weiß, wenn es sowas gibt. Ja, ist eine Aufforderung oder was hier. Will ich das überhaupt? Wo komme ich denn da hin? Ach, ja, genau. Zum elektrischen Tor wieder. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt den Entwicklern zugetraut, dass das Gewicht auf einen drauf fällt, wenn man genau hier steht. Also schade, dass sie das nicht umgesetzt haben. Ah, jetzt kommen die Ekelwürmerviecher, ey. Geh raus. Nein! Was passiert? Ich bin irgendwo hängen geblieben. Und dann in den Tod gestürzt. Schade. Aber es wäre eine Folge ohne Tod, wäre ja auch langweilig, oder? So. Boah, fast wieder, ne? Weil auch das Licht aus ist. Wer schaltet denn hier den Strom aus? Wer ist so unverantwortungsvoll, verantwortungslos?
Das Auge. Hilfe! Oh Gott. Ich dachte, er hat mich gesehen. So. Hier ducken wir uns mal. Ich verstehe schon. Ich muss schön im Schatten bleiben von dem. Ja, genau. Was war das? Was war das? Ganz ehrlich, muss ich jetzt hinter dem Auge starten? Ist das euer echter Ernst? Euer wirklicher Ernst? Alter Schwede. Why? Guck, das Auge, das geht immer mit der Bewegung, ne? Wenn das Ding sich bewegt, dann kommt es genau drauf. Noch. Ja, jetzt sehen wir das auch mal. Aha, gut, man ist nicht sofort tot. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, schau den Putzenwagen nach, genau. So. Jetzt aber. Diesmal passen wir auf. Dass wir nicht runterfallen. Oh Gott, oh mein Gott. Was passiert? Ich wollte gerade sagen, wenn die Kiste da bleibt, ne? Jo. Es ist sehr finster, das Spiel. Ich bin echt am überlegen, ob ich das nicht alles ein bisschen heller einstelle. Anscheinend haben wir den ersten Abschnitt jetzt geschafft. Und falls jetzt keine Cutscene kommt oder so, würde ich sagen, ja, gut. Das war's von der zweiten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar oder abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!